So Leute, ich habe das Gefühl, ich mache gefühlt nur noch, guck mal, ich habe das Gefühl, ich mache nur noch, intelligent, Plecky. Ich habe das Gefühl, ich mache nur noch Commander Decks auf diesem Channel auf. Commander Legends kam mit 2 Commander Decks. Kaltheim kam mit 2 Commander Decks. Ich habe natürlich jetzt erstmal die Commander Legends Commander. Es kann sein, dass die Kaltheim Commander hier vorgekommen sind. Auf jeden Fall kamen die Zendikar Commander hier vor. Gefühlt sind nur noch Commander Decks unterwegs, weil es gibt ja keine anderen Starter Decks mehr. Dementsprechend gucken wir uns heute mal das erste von 2 Commander Decks an. Aus Commander Legends. Leute sagen, eins der schlechtesten Commander Decks. Kann ich nicht so viel gegen sagen, aber gucken wir uns trotzdem mal an. Und zwar Vylith, Soul of Steel. Vylith. Okay. 3 Mana 2-2 Trampel und wenn er angreift, zieht ihr eine Karte für jede Aura und Equipment, das auf dem drauf liegt. Ein Legendary Foil. Ja, kennt man. Die Commander Decks sind mittlerweile bekannt. Wie die aufgebaut sind, wie die aussehen, auch die habt ihr garantiert schon gesehen. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich die hier habe und noch nicht auf dem Channel aufgemacht habe. Es tut mir leid, dass ich so spät mal wieder bin. Aber das sind die Leute, die hier auf dem Channel gewohnt. So, hier einmal weg. Das weg. Was haben wir hier? Hier ist wieder mehr Pappe. Hier ist die Box. Hier ist das Lifespin Wheel. Hier ist eine Erklärung, how to play Commander. Alles klar. Können wir weg tun. Was haben wir hier jetzt noch? Tokens. Kommen wir irgendwie an die Tokens ran. Ja. Und so viel Müll. Machen wir die Tokens direkt als allererstes. So. Soldiers. Elefanten. Und Katzen. Fertig. Das war das Deck. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Nein. Wir gucken uns jetzt das Deck von Vylith mal an. Dafür machen wir das auf. Das hat hier so einen wunderschönen Aufmachstreifen. Irgendwo. Ah, hier. Hier. Hat es so einen Aufmachstreifen? Ich habe das Gefühl, es ist kein richtiger Aufmachstreifen dafür. Es ist einfach nur ein Streifen. Aber ja, es ist ein Aufmachstreifen. Jawohl, ja. So. Kamera Zoom. Weil ihr habt euch das ja immer schon gewünscht, dementsprechend seht ihr jetzt meine dicken Finger. Wir haben Timely Ward. 3 Mana Aura. Kann Flash, wenn ihr euren Commander targetet. Eine verzauberte Kreatur und eine verzauberte Kreatur ist ein Zerstörer. Blazing Sunsteel. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +1/+0 für jeden Gegner, den ihr habt. Und wenn die equipped Kreatur Schaden zufügt, fügt sie so much, genauso viel Schaden an einem anderen Target zu. Wow, okay, das ist stark. Material Coup. Doppelweiß und X, wobei X gleich X Mana sind. Ihr kreiert X weiße Soldaten und wenn X 5 oder höher ist, zerstört ihr alle anderen Kreaturen. Außer halt die Soldaten. Utrich. Oha, damit habe ich mein Commander-Deck gesehen. 4 Mana 3-3. Zu Beginn des Kampfsegmentes kriegen alle Kreaturen, die ihr kontrolliert, Erstschlag. Solange eine Kreatur mit Erstschlag kontrolliert. Dasselbe geht mit Fliegen, Death Touch, Double Strike, Hexproof, Haste, Unzerstörbar, Lifelink, Menace, Reichweite, Skulk, Trampel und Wachsamkeit. Heilige Scheiße, das war so ein cooles Deck. Relic Searcher, 2 Mana 2-2 mit Reown. Und wenn er gereownt wird, kann man sein Deck eine Ausrüstungskarte durchsuchen, die auf die Hand nehmen. Sigardas Aid, die war mal richtig teuer. Ein weißes Mana Enchantment, ihr könnt Aura und Verzauberungen casten, als ob sie Flash hätten. Und immer wenn ein Equipment ins Spiel kommt, könnt ihr sie automatisch equippen. SRAM Senior Edificiri. Edifizer. 2 Mana 2-2 Aura, immer wenn ihr eine Ausrüstung oder ein Auto spielt, dürft ihr eine Karte ziehen. Unbreakable Formation, eine meiner Lieblingskarten. Auch vom Artwork, auch wenn es doofe Azorius sind. 3 Mana Instant, Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Wenn ihr die Karte während einer Main Phase gespielt habt, legt ihr eine +1/+1 Marke auf all diese Kreaturen und sie kriegen Wachsamkeit dazu. White Sun's Zenith. 3x weiß und X. Ihr kriegt X weiße Katzen und shuffelt den wieder in eure Deck. Winds of Wrath. 5 Mana, ihr zerstört alle Kreaturen, die nicht verzaubert sind. Sie können nicht regeneriert werden. Besser als Wrath of God in so einem Deck auf jeden Fall. Kometstorm, oh wow. Da ist ein fucking Kometstorm drin. Die unnützte Mythic der Welt. Doppelrot und X mit Multikicker. Und ihr sucht euch Targets aus, so oft wie ihr die Multikickert habt, und fügt dann X Schaden zu. Das ist aber eine super schlechte Karte, meiner Meinung nach. Und ich finde sie absolut sinnlos, dass sie Mythic ist. Dualcaster, 3 Mana 2-2 Flash.
Wenn ihr ein Spiel wegkommt, könnt ihr eine Instant or Sorcery kopieren. Jaya's Inferno, 2 rote und X. Und Miss, ihr könnt einen legendären Sorcery nur spielen, wenn ihr eine legendäre Kreatur oder einen Planeswalker kontrolliert. Und ihr fügt X auf 3 Targets zu. Das ist ziemlich gut. Legendary Sorcery, noch nie gesehen. Relentless Assault. Dieser Goblin hat's verstanden. 4 Mana Sorcery, enttappt alle Kreaturen, die den Zug angegriffen haben. Nach diesem Angriff kriegt ihr einen weiteren Angriff. Daraufhin folgt eine weitere Main Phase. Wild Ricochet. 4 Mana Instant, ihr könnt ein neues Target aussuchen für einen Spell und diesen Spell kopieren. World of Sizing. 5 Mana Split Second, ihr enttappt ein Permanentes und kriegt Kontrolle darüber. Es kriegt Eile. Es sind wieder unglaublich viele Rares dabei, aber diesmal habe ich das Gefühl, sie sind qualitativ nicht so hochwertig wie die von Syndica. Deflecting Palm. Damit habe ich im Legacy mal ein Spiel gewonnen. Für ein weißes, ein rotes. Das nächste Mal, wenn eine Quelle, die ihr kontrolliert, auf your choice, nicht target, in den Zug Schaden zufügt, wird dieser Schaden verhindert und der fügt dem Beherrscher dieser Quelle so viel Schaden zu. Master Warcraft. Oh, meine Lieblingskarten. 4 Mana Instant könnt ihr nur bespielen, bevor Angreifer deklariert wurden und ihr sucht in diesem Zug aus, wer angreift und wer geblockt wird. Hammer. Einfach Hammer. Was haben wir hier? Response. 2 rote, fügt 5 Schaden angreifender, blockenden Kreaturen zu. Resurgence. 5 Mana. Kreaturen, die ihr kontrolliert, kriegen Erstschlag, Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. After dieser, also nach dieser Main Phase, ist eine zusätzliche Combat Phase. Hm, nicht schlecht. Black Blade Reforged, ich kann es nicht mehr sehen. 2 Mana Ausrüstung, kriegt +1/+1 für jedes Land, was ihr kontrolliert. Legendary Equipment und für 7 Mana Equippen. Loxodon Kriegshammer, der war mal ankam. 3 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0. Trampel und Lifelink. Das sind immer noch viele Rares. Sunforge, einer meiner Lieblings-Rares auch. Wow, hier sind so viele coole Sachen drin. 3 Mana Equipment, die equippte Kreatur kriegt +4/+0. Für 2 Mana könnt ihr den abequippen, also unattachen. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutsch heißt. Ich habe den, glaube ich, nie in Deutsch gesehen. Und man durchsucht sein Deck nach einer roten oder weißen Instant-Karte, Mana-Kosten 4 oder weniger, und spielt sie ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Hammer, für 3 Mana equippen. Sword of Vengeance, das habe ich auch lang gespielt. 3 Mana Ausrüstung, die ausgerüstete Kreatur kriegt +2/+0, Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel und Eile. Ich habe Eile vergessen. Slayer Stronghold, das habe ich im Modern gespielt. Tappen für ein farbloses, ein rotes, ein weißes Tappen. Eine Kreatur kriegt +2/+0, Wachsamkeit und Eile bis zum Ende des Zuges. Condemn, billiger Swords to Plowshares. So, dann gehe ich hier nochmal durch, ob mir noch irgendwas auffällt. Flickerwisp, oh, Hammer. Generous Gift, eine meiner absoluten Lieblingskarten im Legacy, neben der Fleckerwisp. Gucken, ob mir noch irgendwas auffällt. Return to the Spirit Mantle. Swords to Plowshares. Richtig cooles Artwork auch. Ja, Spirit Mantle ist auch ziemlich cool. Schutz vor Kreaturen. Upgrade. Kann man immer mal gebrauchen. Temo Battle Rage, die war auch mal was wert. Boros Charm, der war auch mal was wert. Wear and Tear. Hammerkarte. Es ist gar nicht mal so viel schlechter Kram hier drin. Heroes Play. Ich finde das ja bei den Commander-Decks echt erstaunlich, wie sie es jetzt geschafft haben, für 20 Euro ein Commander-Deck rauszuhauen, was ähnlich gut ist wie die 40 Euro, zumindest in meiner Erfahrung. Wenn ihr da eine andere Erfahrung habt, bitte sagt mir das. Oh, Memory of War habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Dann sagt mir das. Aber ich finde die ähnlich gut wie die Commander-Decks, die wir davor immer wieder hatten. Uns kostet einfach die Hälfte. Dafür sind halt nicht mehr diese Riesenkarten drin, die wir eh alle nicht wollten. Und es ist nur eine Foil drin. Der Commander, wie es sich gehört. Ja. Gut. Das war das Commander-Deck. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.